Oh no. Gut gemacht. Danke. Oh no. Oh no. Opferkammer. Na geil. Leise. Glaub, ich höre sie. Die Explosion hat uns abgeschnitten. Wir sollten weitergehen. ارمي سلاحك بالانجليزي. Hallo nochmal. Mein Chef ist sauer. Ja, das sehe ich. Was ist da passiert? Metarakus! Dein Freund ist mir ein bisschen zu schreckhaft. Das macht mich nervös. Die Waffe runternehmen könnte helfen, alle zu entspannen. Der Rosas auf dem Meer, oder was machst du denn? Harkun, Fekra Wesha. انت مش في مكان تحدثي. Nur ein Max. Wag es, Pisser. Ich habe das Gefühl, dass wir gute Freunde sein könnten, wenn diese Uniformen nicht wären. Was Ahban? Klappe! Etad Gozi. Remini fil Gahim. Dawatsi Hel Tetzva. Ich würde sagen, wir legen diese Penner um. Dieses Mal immerhin von vorne. Nick, kümmere dich darum. Was ihr tun müsst, ist doch wirklich ganz einfach. Lasst die Waffen fallen und ihr bleibt am Leben. Oder ich durchlöchere euch. Waffen fallen lassen. Okay. Schon gut. Sie kommen. Wir müssen die Tür öffnen. Diese Viecher kleben aber auch an uns wie die Pest, oder? Fortress! Ja. Der Feind des Feindes ist unser Freund! Los, komm schon, Mann! Ja.
Scheiße! Los! Gehen irgendwie immer weiter runter, habe ich das Gefühl. Willkommen am übelsten Ort auf der ganzen Welt. Mach nur. Überlebe den Angriff. Oh ja, geil. Geil. Ja. Hätte ich auch, total super. Alle. Alles gut. Ah. Meinte ich mit den Sandalen. Ja. Oh, und wieder habe ich einen eiskalten. Ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen. Er lebt immer noch. Gott, der ist auch nicht tot zu kriegen. Ja. Oh, hätte ich mal nichts gesagt. Ja, guten Appetit, ne? Essen ist angerichtet. Alter, ey. What the Geier, ey.
Weißt du, er dachte, gehst auf Nummer sicher, nimmst das Kruzifix gegen so einen Vampir, ne? Ja, scheiße war. Oh. Fand er witzig. Leg dich nie mit einem Marine an. Ja, genau, Olli, es war der vom Anfang, ganz genau. Ich komme in Frieden. Beweg dich ja nicht. Wir müssen ja keine Freunde sein, aber Verbündete. Damit kann ich mich anfreunden. Nee, Olli, konnte ich nicht. Konntest du nicht? Olli meinte irgendwas mit einem Amulett oder sowas. Also viele sind ja nicht mehr über, ne? Wird langsam ein bisschen kritisch. So, ja, ja. Na dann. Wenn du auch nur versuchst, mich zu verarschen, ich schwöre dir, den Versuch überlebst du nicht. Ich töte Vampire. Denkst du, Marines machen mir Angst? Wenn es doch nur irgendwie mal einen Lichtblick gäbe, weißt du? Sieht wie die einzige Chance aus. Einer hält das Tor auf, der andere schlüpft durch. Meine arme Maus. Los! Aua. Alles okay? Was glaubst du denn? Es ist blockiert. Ich muss einen anderen Weg finden. Hier geht es durch. Aber ich muss meine Seite freiräumen. Mach schnell. Sie könnten überall sein. Hast du eine Idee, womit wir es zu tun haben? Das sind Vampire. Unmöglich. Mein Vater sagte, wenn es nach Scheiße aussieht und nach Scheiße riecht, musst du es nicht auch noch probieren. Glaub mir, das sind Vampire. Wir müssen zusammenarbeiten, um sie zu besiegen. Ja, sieht langsam wirklich so aus. Geh durch! Komm schon. Schnell! Ich kann nicht mehr! Hast mich fast gekillt. Ja, tut mir leid, mein Arm ist lädiert. Chill mal. Ich hab dir das nicht gesagt. Ja, doch, du steuerst ihn. Hm? Was haben wir denn hier?
Nö. Hallo? Hä? Was denn? Ach, schon okay. Unleserlich ist tot, alles klar. Ja, 32. Was wirst du als erstes tun, wenn wir es hier rausschaffen? Meinen Sohn umarmen. Nein. Ah. Okay. Du wirkst eigentlich ganz in Ordnung. Also sag es mir. Warum hast du für Saddam gekämpft? Also ist denn Tut mir leid, ich habe das Wörterbuch noch nicht geschrieben für dich. Also. Irgendwie müssen wir wieder raus. Ja, ich bin da. Ich bin schon da. Gar nichts gesagt. Aber ich hatte ja vorhin immer was gesagt. Jetzt dachte ich mal... Ne? Mhm. Was bedeuten die Symbole auf deiner Mütze? Hm. Um die Toten zu ehren. Deshalb kämpfe ich. Ein Grund ist wie der andere. Es ist ein guter Grund. Der einzige Grund. Ich habe kein Problem mit dir. Dann hast du wohl irgendwas verpasst. Also, es gab mal einen Mann, der baute sein Haus am Flussufer. Als die Flut kam, spülte sie die Wände weg. Als die Dürre kam, trocknete der Fluss aus und er hatte Durst. Insekten stachen den Mann andauernd. Aber jede Nacht sagte er seiner Frau, wir haben so viel Fisch. Dein Volk wollte diesen Krieg, Jason. Du solltest einfach mal die Klappe halten. Oh, ich muss drücken. Alter, diese Quicktime-Events, ne? Ja. Oh, Scheiße. Oh Gott. Also dieses Vieh sollte dringend mal zur Pediküre. Und Maniküre. Ja. Ja. Mach jetzt das scheiß Tor auf! Oh nein! Das geht nicht mit einer Hand, die so wie tot. Wow. Wow. Ja, Zentimeterarbeit. Alter, Walter. Das war jetzt aber kein Ingame-Sound. Doch. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Der auch. Ah.
Mhm. Da hinten hat doch wieder was geglitzert. Ich konnte nicht fester drücken. Mein Arm killt mich immer noch, Leute. Ich habe schon so festgeklebt. Mehr ging nicht. Ich versuche das jetzt zu kompensieren. Für dich. Ja. Ist wohl eine Krankenstation. Könnte nützlich sein. Halt auch blöd, wenn du kein Gefühl im Finger hast. Wenn du 60 Jahre altes Dynamit einpacken willst, dann bitte. Mhm. War mir schon wieder so warm, ey. Okay. Wieso leuchtet diese Flasche so komisch? Oder? Immer wenn du was Kluges sagst, sagst du gleich danach was Dummes. Autopsie-Notizen. Ernährt sich der Organismus von Angst? Okay, also cool bleiben. Aber das bleibt mal eine Situation. Also ich habe ja nicht so viel Gänsehaut wie du. Bin ja recht gechillt. Mhm. Es sei denn, das Monster ist auf einmal da und erschreckt mich. Da geht's raus. Oh. Hallo. Hallo. Oh, Bonusinhalt freigeschaltet wieder. Mhm. Ja, bei mir ist alles cool. Ich bin jetzt momentan noch, wie gesagt, alles noch gut. Hallo Salim. Und schon wieder das Krankenbett von Mary. Ist doch nicht gefährlich hoch. Also ach, Ivo. Schäm. Wie gesagt, unter der Bauchdecke um die Nebennieren herum. Wie gesagt, ihr könnt uns beide gleichzeitig gucken, wenn ihr Ausrufezeichen Multistream eingebt. Nein, nicht nur Blut. Adrenalin. Dann könnt ihr uns parallel verfolgen. Das kriegen sie echt gut hin. Das will doch keiner. Na klar. Die möchte unleserlich. Hast beide offen. Sehr gut. Ich hoffe, ich bin hier gekommen. So, wo waren das jetzt? Dort, wo ich bin. Ja, lass. Ich muss dich erst so suchen. Hatte ich das schon gesehen? Mhm, am Anfang gleich. Okay. Ja. Höhlen. Was immer da unten ist, die Forscher waren zuerst da. Warte mal kurz. Was machst du da? Denkst du, sie leben noch? Das lässt hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Das ist nett, danke schön. Es geht immer tiefer rein, immer weiter nach unten. Wird du eher versuchen, wieder in die Oberfläche zu kommen?
Jein, ne? Aua. Ha, ha, ha. Oh, scheiße. Arm? Piercing. Hm. Deine Frau? Da kennt man jemanden all die Jahre und kennt ihn doch nicht. Ich wusste nicht, dass er verheiratet ist. Ist das das Arschloch von vorhin? Er hat's nicht geschafft. Hm. Ich hätte nicht urteilen sollen. Du bist okay. Weiß nicht, glaube wow. Ich glaube, der sechste Ololli heute. Man muss es nur merken, bevor sie weg sind. Ja, der hält mich so in Ausgeglichenheit, weißt du? Ach, ist das so? Mhm. Dadurch bin ich entspannt. Boah, wehe, es kommt jetzt ein Quicktime-Event. Also. Autsch, autsch. Okay, alles gut. Alles gut. Geräusche einfach ignorieren. Das ist Ingame-Sound. Ich meinte meine Geräusche, die ich gerade von mir gesehen habe. Ingame-Sound. Ach so. Mhm. Ja, ne? Ist da unten ein Baum? Irgendwie danach aus. Was hältst du davon? Sowas habe ich noch nie gesehen. Siehst du das Aufzugskabel? Sie müssen runtergegangen sein. Aber wohl nicht mehr nach oben. Die Seilwinde sieht gut aus. Nein. Nein? Wir gehen da nicht runter. Die Archäologen saßen da fest. Was sagt ihr das? Wir sind keine Archäologen? Unsere Welt ist da oben und nicht da unten. Tja, eine Monsterarmee steht zwischen uns und da oben. Sie kommen. Starte es. Du spinnst. Die Vampire kommen garantiert von da unten. Willst du sie auf ihrem Boden bekämpfen? Das habe ich, seit ich in diesem Land angekommen bin. Mhm. Bring den Aufzug zum Laufen. Aber wie gut die Sachen doch immer gleich anspringen, ne? Ja. Ne? Ne. Werden regelmäßig gewartet. Ja, ja. Vampiren. Das ist es. Ja, 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 ja. Ja klar, ich würde mich dann in so einen Aufzug da reinpacken. Oh nein. Nicht schon wieder. Sehr vertrauenswürdig. Ja. Ein wenig schmücken mit Blumen und es wird schön da unten. Ja, super. Ey, ich würde dann in so ein Ding würde ich mich nicht reinstellen. Ein uraltes Grauen wurde aus seinem Schlaf erweckt und giert jetzt nach Blut. Wie viele die Schatten wohl verschlungen haben. Rachel hat zurück ans Licht gefunden. Schade, dass ihr Mann nicht dort war, um sie zu empfangen. Nur ein Name steht im Buch. Das ist zu verschmerzen, in Anbetracht der Umstände. Hoffen wir mal, dass Sergeant K. nichts Bedauerliches ereilt hat. Wen der Abgrund verschlingt, kann selten davon berichten. Und Jason und Salim, Erzfeinde, die das Kriegsbeil nicht begraben können. Außer das Beil ist im Rücken vergraben. Ich mag den Typen nicht, ne? Ich möchte ja kein schlechter Gastgeber sein, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Ich warte dann hier, um ihre geretteten Schützlinge zu begrüßen. Peggy 18.
Scanner.